Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Food Haul. Diesmal wieder mit mir, und wir waren heute mal wieder im Kaufland einkaufen. Und wir haben, wenn ich mich recht erinnere, 37 Euro und ein paar Gequetschte ausgegeben. Dann werde ich jetzt gleich mal starten. Vorneweg. Diese Woche hatten wir noch ein bisschen Obst zu Hause, also ein paar Äpfelchen und ein paar Bananenchen, die hatte ich noch. Und dann starten wir einmal. Wie immer haben wir ein paar Brötchen, und zwar haben wir dieses Mal zwei Käsebrötchen, jeweils für mich und Jessie. Und ich habe mir noch ein Körnerbrötchen geholt. Und im Hintergrund sieht man es, ich habe mir eine Kiste Wasser gekauft. Machen wir weiter mit einem Toast, wie immer. Dann hatten wir keine Brühe mehr zu Hause, also haben wir einmal Gemüsebrühe und einmal Hühnerbrühe gekauft. Hier haben wir einmal Mais, also einmal eine große Dose, und dann einmal eine kleine Dose. Dann haben wir uns mal wieder ein Sonnenblumenkernbrot vom Kaufland mitgenommen. Wir fanden das letztes Mal echt gut. Wir beide haben uns jeweils ein Glas Joghurt mitgenommen von Almigo. Der war bei Kaufland im Angebot, und zwar haben wir beide denselben, und zwar Vanille-Erdbeere. Hier haben wir einmal braune Champignons, die waren auch bei Kaufland im Angebot. Dann haben wir hier einmal eine Geflügel-Aufschnittplatte. Das ist mal eine kleine Abwechslung zu sonst dem, da hat man so verschiedene Sachen und hat nicht immer dasselbe. Dann machen wir gleich mit Wurst weiter. Hier haben wir einmal Paprika-Fleischwurst. Dann benötigen wir diese Woche Feinessen einmal Hackfleisch. Hier haben wir einmal Light Gouda. Dann hatten wir ja letzte Woche diesen Rahmenblumenkohl gemacht, den wir letztens bei Aldi, glaube ich, gekauft haben. Wir fanden den echt super lecker, und dann haben wir diese Woche gleich gesagt, wir machen nochmal so ein Rahmgemüse, und diesmal machen wir Rahmkohlrabi. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt, ob das genauso gut schmeckt oder vielleicht sogar noch besser als dieser Rahmenblumenkohl. Dann haben wir einmal hier schicke Babykartoffelchen. Dann haben wir einmal ein Fertiggericht, und zwar Putenmedaillons mit Kartoffeln in cremiger Soße. Dann haben wir hier zweimal Margarine. Dann wie immer eine Gurke. Dann war bei Kaufland, ich glaube, ihr seht schon, Barilla im Angebot. Einmal diese kleinen süßen Mini-Verfalle und einmal diese kleinen süßen Piperigate. Die sind echt voll cool. Ich mag die sehr, sehr gerne. Also Jessie mag die Verfalle sowieso gerne, weil Verfalle ihre Lieblingsnudeln sind. Und ich mag diese Rigate-Nudeln auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir wie immer zweimal Milch. Dann habe ich mir einmal diesen Haferdrink im Vanillegeschmack mitgenommen. Ich trinke Hafermilch eigentlich auch manchmal ab und zu sehr, sehr gerne, aber halt nur mit Schokogeschmack. Also ich habe den bis jetzt nur mit Schokogeschmack probiert. Und diesmal ist es einmal Vanille, weil Kaufland hatte, glaube ich, kein Schoko. Die hatten nur Vanille und diesen normalen. Aber bei mir kommt das, glaube ich, nur vor, dass ich einmal in 3 Jahren Hafermilch trinke. Aber vielleicht trinke ich sie in Zukunft wieder öfter. Einmal Salami und einmal Bacon. Und wir haben, weil wir am Mittwoch, also morgen, Besuch bekommen und dann machen wir Raclette, haben wir einmal diese kleinen Garnelen gekauft. Oh mein Gott, wir sind gerade echt voll auf so einem Garnelentrip. Eigentlich habe ich die, bevor ich Jessie kannte, eigentlich überhaupt nicht gemocht. Und dann hat sie mal, ich glaube, irgendwie Garnelen mit Tomatensauce oder so gemacht. Und da fand ich sie ganz okay. Und dann dachte ich so, ja, okay. Aber die letzte Zeit, wenn wir das machen, finde ich die so lecker. Und dann haben wir diese Kleinen mal mitgenommen und die machen wir dann da schön dabei. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Oh, leider hatten wir hier einen kleinen Verpackungsunfall. Wir haben hier einmal tiefgefrorene Kräuter, und zwar diese 6-Kräuter-Mischung. Mit Petersilie, Kresse, Schnittlauch, Sauerampfer, Basilikum und Dill. Denn wir machen dann auch direkt für morgen eine kleine Kräuterbutter. Dann haben wir einmal einkörnigen Frischkäse mitgenommen. Ja, super Idee. Ich stell das auf die verformte Verpackung. Und einmal die Schmelzkäsescheiben in der Richtung Toast. Ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Richtung ist. Ja, ich glaube, weil die orange sind und deswegen heißen die Toast, weil auf Toast dabei immer diese Orangen drauf sind. Einmal zum Trinken diese Woche, und zwar zweimal Cola Zero. Hatte Kaufland Pepsi und Schwipschwap im Angebot, und da habe ich mir einmal eine Light und einmal eine Schwipschwap Zero mitgenommen. Dann einmal ein Zitronen-Eistee. Und da hatte Kaufland wieder Pfanner im Angebot. Und zwar hat Jessie sich dann 3 Stück mitgenommen. 2-mal Kirsche und 1-mal Pfirsich. Und dann kommen wir auch direkt zur Verkündung des Essensplans. Und zwar werden wir heute Pizzatoast machen. Ich habe Jessie eben schon nach Informationen gefragt, aber ich habe leider keinerlei erhalten. Also werde ich mich nachher überraschen lassen. Boah, hier riecht's voll nach den Kräutern. Morgen werden wir, wie schon eben erwähnt, Raclette machen. Am Donnerstag machen wir dann eine Nudelfanne. Am Freitag machen wir dann wieder eine Gemüsesuppe. Am Samstag machen wir dann wieder Lasagne mit Salat. Das hat mich schon Ewigkeiten nicht mehr. Am Sonntag machen wir dann
einen schönen Hackbraten mit Nudeln und dem Rahmkohlrabi. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Montag machen wir dann das eben gezeigte Fertiggericht. Und ich habe auch noch eins zu Hause. Das war die Verkündigung des dieswöchigen Essensplanes. Und dann würde ich auch sagen, dass es das für diesen Foodhaul gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.